Moin, moin Leute, willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir wollen mal wieder ein paar Blutpunkte weggeben und ich habe inzwischen den guten Michael und Sally ja schon fertig gemacht. Die haben wir im Stream soweit hochgelevelt, dass sie beide sämtliche Perks haben. Das bedeutet, Lisa fehlen jetzt noch 39, der Hexe, Level, bis sie komplett ist. Dem Kannibalen fehlen 58 Level und Freddy fehlen noch 80 Level. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Lisa an. Die braucht am wenigsten. Ich denke, also mit 1 Million schaffen wir vielleicht so 15, wenn wir Glück haben. Also, ich werde ein bisschen noch an ihr zu kämpfen haben. Aber dadurch, dass es jetzt ja doppelte Blutpunkte gibt, sind wir echt richtig gut vorangekommen. Würde mich mal interessieren, was ihr so gemacht habt mit euren doppelten Blutpunkten, die ihr euch so erspielt habt. Was habt ihr gelevelt? Wer hat bei euch prestigiert? Habt ihr überhaupt jemanden prestigiert? Vielleicht. Sagt ihr euch auch, oh, prestigieren ist was für Kacknoobs, so wie Grants. Dann kann ich nur sagen, dann prestigiert halt nicht. Nein, mal gucken. Ich bin gespannt, bald ist sie fertig. Oh, guck mal, hier unten sind richtig viele Sachen. Falls wir die Fesseln sehen, werden wir natürlich versuchen, die Fesseln auch zu bekommen. Weil die Fesseln sind schon ziemlich nice. Thanatophobia haben wir jetzt auf Stufe 3, das ist auch auf jeden Fall ziemlich gut. So, die ganzen seltenen Sachen. Dann natürlich die Geheimkiste, die ist so schön günstig aktuell. Wir holen uns hier Blutpunkte, das finde ich auch ganz nice. Und das Memento plus das Add-on. Ich werde also, wie gesagt, auch nicht so wirklich darauf achten, dass wir möglichst günstig durchkommen. Denn wenn Lisa, der Kannibale und Freddy erstmal alle auf, ja, alle komplett fertig sind, dann gibt es ja eh nicht mehr so viel zu tun. Also, Survivor, muss ich mal schauen, ob ich dann die Survivor mache. Wahrscheinlich ja. Aber so wirklich wichtig ist es nicht. Ich denke auch mal, ich werde vielleicht, also Dwight werde ich auf jeden Fall machen. Weil der halt einen coolen Skin hat. Und ich glaube, oh, die Fesseln waren da drin. Nice, das hat sich gelohnt. Ich glaube halt auch nicht, dass ich wirklich alle Survivor prestigieren werde, muss ich sagen. Weil ich mir ganz ehrlich denke, Prestige. Echt, das ist egal, das Gelbe muss ich so oder so nehmen. Prestige bringt bei den Survivern mir eh nicht so viel. Ich habe Mac, die sämtliche Perks hat. Vielleicht muss ich auch mal wieder den Billy leveln oder so, weil ich letztens gesehen habe, dass ich schon tatsächlich langsam in Add-on-Not komme. Also auf manchen Killern, weil die einfach schon so lange prestigiert sind, werden die Add-ons, die guten Add-ons zumindest, langsam aber sicher knapp. Und da muss ich mal gucken, dass ich da mir vielleicht wieder ein paar neue holen kann. So, natürlich holen wir uns die Geheimkiste. Wie soll das anders sein? Ja, der Rattenfänger. Ist jetzt nicht so das Wahre, aber hey. Bitteres Gemurmel haben wir dort unten und hier haben wir Lichtgeborene. Hier sind noch ein paar grüne Sachen, die würden wir aber auch so bekommen. Hier ist ein Memento und das Ohr. Das Schuh, da ist auch noch mal ein Ohr. Okay, wir könnten natürlich hier dann lang gehen. Ja, pass auf, wir machen es anders. Wir holen uns hier die grünen Sachen. So, und dann gehen wir hier schon mal auf die etwas wertvolleren Dinge. Nein! Also manchmal hasse ich den Antitus, ja, ne? Der will auch immer irgendwie mir die ganzen Sachen klauen, die ich gerne hätte. Aber hey, okay, was machen die Schuhe nochmal? Ich habe sowieso vergessen. Also aktuell bin ich nicht traurig drum. Die Fesseln, die möchte ich auf jeden Fall haben. Oben ist Vergissmeinnicht und Unerbittlich mit dem Pudding. Gut, da fällt mir die Wahl dann nicht so schwer. Und wir machen uns die Fesseln schon mal safe. Dann holen wir uns Unerbittlich. Unerbittlich OP. So. Und dann das hier. Hier könnten wir auf jeden Fall dicht machen. Ich überlege gerade, falls der Entity. Schaffe ich das? Wenn ich hier hingehe, geht der hier hin? Wenn ich hier hingehe, geht der dorthin? Ja, müsste hinhauen. Dann kann er von mir aus das da alles klauen. Zack. Sehr gut. Dann sind wir sogar noch einigermaßen günstig durch dieses Blutnetz gekommen. So. Unerbittlich. Räuber. Hier ist ein Schuh. Da oben ist ein grünes. Ich mag das eigentlich. Den Weidenkranz, der ist cool. Da kannst du halt die Leute sehen. Phantom langsam entfernt. Naja, das macht nur langsamer. Hier ist das. Ich glaube, ich hole mir das da oben. Da links ist sogar noch mal so eine Zikade hier, eine getrocknete Zikade, die würde ich auch gerne haben. Ich könnte natürlich jetzt auch das hier schon mal safe machen. So, und jetzt klaut er mir bestimmt die Zikade. Nee, macht er nicht. Nice, danke.
Antitus, einmal hast du das gemacht, was ich wollte. Ich freue mich. So, und dann holen wir uns das Günstige. Das da oben kannst du haben. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Hier gibt es wieder Vergissmeinnicht. Ein pinkes Memento, verbittertes Gemurmel mit zwei grünen Sachen. In unmittelbarer Reichweite, da ist die Zikade. Hm, ja, es sind schon ein paar coole Sachen dabei. Pass auf, wir gehen. So. Ich könnte natürlich auch. Das ist ja totaler Quatsch. Ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt hier lang gehe dann. Pinkes Memento oder die Zikade. Ach, die Zikade ist schon geil. Ich mag die, Leute. Ich mag die. So, und er geht dahin. Dann, oh, wenn ich jetzt Pech habe. Nee, nice. Schwein gehabt. Okay, dann holen wir uns die ganzen Addons. Die anderen Sachen. So, ich hole mir erst das, dann muss er sich den holen. Die anderen Sachen sind mir nicht so wichtig. Addons zu haben ist immer ganz geil. Und sonst, es gibt so von den Offerings her. Ich meine, gut, hier habe ich jetzt eine schwarze Abwehr. Da. Schwarze Abwehr ist Pflichtprogramm für mich, weil sie halt zwei gute Addons safe macht. Deswegen. Wenn man die Möglichkeit hat, die schwarze Abwehr zu holen, dann mache ich es eigentlich immer. So, hier hole ich mir schnell die Kiste nochmal. Hat sich nicht so hundertprozentig gelohnt. Wir holen uns hier die günstigen Addons und dann das Punkte-Offering. So, Barbecue und Chili. Ja, nehmen wir auch. Hier ist nichts Interessantes. Ich meine das hier, den Wägungsbereich. Ansonsten ist es hier aber schon ein bisschen interessanter. Deutlich Verweilzeit. Oben ist noch eine Hand, ein Schuh. Holen wir mal trotzdem auch das Grüne hier mit. Was man hat, hat man. Und dann Barbecue und Chili auf 3. Barbecue und Chili ist immer gut. Ist immer schön zu haben. Wenn man Blutpunkte sich geiern will, dann sollte man das auf jeden Fall mit dabei haben. So, und wir haben das nächste Level abgeschafft. Ach ja, es ist so schön, dass man inzwischen so schnell leveln kann. Das haben sie ja glücklicherweise ein bisschen schneller gemacht. Die Zikade, da werde ich, denke ich, drauf verzichten, weil ich hier dafür zwei Mementos bekomme. Könnte sogar noch den Pudding einigermaßen safe machen. Und dann könnten wir eigentlich hier einmal rumgehen, dass wir noch zu der Kiste kommen. Falls ich das noch schaffe. Komm, weh du, danke. Ich dachte schon, der klaut mir jetzt die Kiste, ey. Ich muss... Hey, eine schwarze Abwehr. Das hat sich definitiv gelohnt. So, dann holen wir uns hier nochmal ein grünes Addon. Gelbe... Das Gelbe und ja, leider muss ich mir hier nochmal das Map-Offering holen. Ich nutze die echt selten. Obwohl es natürlich auch eigentlich ganz cool sein kann, wenn man die Map so ein bisschen vorherbestimmen kann oder zumindest die Chancen auf eine Map erhöhen kann. Ich hole mir Räuber. Und jetzt ist die Frage, hier wäre noch ein grünes Addon. Oben ist noch der Schuh. Ich finde den Schuh nicht ganz so stark. Ich hole mir mal das hier. Dankeschön. So, dann gehen wir doch nochmal zum Schuh, warum nicht? Was man hat, hat man. Das hier möchte ich nicht haben. Warte mal. Könnte auch sein. Ah, okay. Na, wir holen uns das Günstigere. Meistens nutzt man die ganzen gelben und grauen Addons ja sowieso nicht mehr, wenn man erstmal ein gewisses Level hat und ein gewisses, eine gewisse Sammlung an Sachen. An Addons und so weiter. Dann nutzt man die irgendwie gar nicht mehr. So, wir holen uns beobachten und zuschlagen. Ach, unten ist ein Pudding. Muss mal schauen. Dankeschön, Antitus. Hat er mitgearbeitet, sodass wir den Pudding zumindest noch bekommen können. Blutpunkte, Geier ist wieder unterwegs. So. Nee, warte. Das hier erst. Sonst hat er erst mir noch geklaut am Ende. Aber wir kommen mal gut voran, ey. Ich glaube, so ein paar Level haben wir doch schon durchgekloppt. Ich guck mal gleich. Schade, dass wir halt keine Blutsplitter mehr über haben. Also ganz knapp 550 bräuchten wir halt. Hier ist wieder ein Memento. Offerings. Ah, das ist eigentlich schön hier. Aber hier würde ich die Kiste. Aber es ist nur so eine Billigkiste. Komm, dann gehen wir hier oben lang. Holen uns den monströsen Schrein. Hier hole ich mir das Punkte-Offering. So. Oh, das Ohr. Okay, Schwein gehabt. Es hätte auch sein können, dass er hier runter geht. Wenn du hierhin gehst, geht das mit weg. Gut, dann mach das. Und dann holen wir uns das hier. Und wir haben wieder mal ein Blutnetz fertig gemacht. Ach ja, wir kommen gut voran, Leute. Das freut mich. Hier ist ein Herz. Da sind wieder die Flügel. Minzgrünes Stofffetzen. Ah ja, zu jeder Falle teleporten.
Aber alle 15 Sekunden nur. Hier oben wäre ein kleiner Wallhack. Ist, glaube ich, sogar besser, ne? Wenn wir oben hingehen, können wir den Wallhack safe machen. Hier ist eigentlich nichts Interessantes. Da können wir auch hier rumgehen, um die ganzen guten Sachen zu bekommen. Dann können wir das schon mal holen. So, er startet dort. Und jetzt gehen wir ihm entgegen quasi. So. Dann bekommen wir sogar auch noch das hier, die Geheimkiste, wo aber nichts Tolles drin ist. Wer hätte das gedacht? Okay, und dann die Zikade, die ja recht schön nah dran war. Dadurch wussten wir eigentlich, dass wir sie früher oder später uns einfach holen können. Verbittertes Gemurmel oder eiserner Griff werden wir beides wahrscheinlich nicht nutzen. Ah, der Baum ist halt so richtig uninteressant eigentlich, muss ich ja mal sagen. Dann holen wir uns einfach hier drüben verbittertes Gemurmel direkt. So, hier können wir zumindest auch nochmal das Ohr uns holen. Und das hier. Das Tuch haben wir verloren, ist aber nicht so schlimm. Dann holen wir uns hier das Gelbe. Das hier. Ah, okay. Wenn er sich das holt. Ja, wir holen uns natürlich den hier. 49.000. Schaffen wir noch ein Level? Könnte knapp werden. Hier ist das Wiegenlied der Jägerin und es ist das Beste, kommt zum Schluss. Hier sind Punkte, hier ist ein Memento. Das würde ja eigentlich ganz. 1, 2, 3. Okay, warte, wir holen uns das Wiegenlied, denke ich. Und 1, 2. 1, 2 ist eigentlich egal, wie wir gehen. Gehen wir über die Kiste, wodurch wir dann zumindest unsere Neugier wieder befriedigt wissen. So, okay, jetzt wird er dahin gehen. Danach kann er nicht mehr weiter. Dann probieren wir uns noch die Blutpunkte hier zu holen und dann war es das so gut wie. Ich hole mir das hier noch. Zack, wir haben jetzt noch 900. Das bedeutet, wir hatten ein bisschen über 1000, knapp 2000 hatten wir gefehlt. Hätten wir also auch nicht weiter leveln können durch. Ich weiß gar nicht, wie viele Level wir jetzt geschafft haben. Wir können mal eben gucken, wie es hier aussieht, wie viele Level wir noch brauchen. Hier, Nöt muss noch einen bekommen. Hier ist noch einer. Das sind schon mal zwei Level auf dieser Seite, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also zwei Level ab. Drei, vier, fünf, sieben. Sieben, 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 neun, zehn, zwölf, 14, 16. Und hier kommen noch zwei Perks hin. Sind auch nochmal sechs Level, macht 22. Das würde bedeuten, wenn das hier stimmt, hatten wir 39. Kann sein, dass ich zwischendurch irgendwann mal was gemacht habe, vielleicht. Das heißt, wir sollten 17 Level geschafft haben. Das wäre ja nicht schlecht. Das bedeutet noch einmal eine Million, dann schaffen wir vielleicht wieder 17. Ja, so 1,5 Millionen werden wir bestimmt brauchen ungefähr. Dann dürfte Lisa auch fertig sein. Das wäre dann, wow, krass. Also inzwischen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, ah, 7. 7. 7 Killer. Mit Lisa wären es dann 8. Dann fehlen nur noch 2. Also wir kommen richtig gut voran. Und ja, hier bei Billy zum Beispiel, da wird langsam aber sicher hier, ne, 8 von den Thompson-Mix nur noch. Das ist aber eine geile Kombi, die man wirklich gerne spielt eigentlich. Ansonsten, ich glaube, beim Geist habe ich auch nicht mehr so viele von diesen Addons. Ja, guck mal, 4 und 2. Ich meine, klar, das hier ist, das ist äußerst selten, aber das hier ist sehr selten. Also da kann auf jeden Fall noch mal ein bisschen was dazukommen, gerne. Die wurden ja sowieso verbessert. Der hatte ja vorher 10 Meter, ne, oder? 10 oder 12? Ich weiß gar nicht. Jetzt das hier 12. Also eigentlich, ja, passt schon. Anna hat noch sehr viele Addons, also gut. Ja, Leute, das war's wieder. Wir haben ein bisschen was rausgeballert. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir können mal wieder bald eine Runde mit Lisa machen. Ich weiß halt nicht. Aktuell, wie gesagt, bin ich jetzt so langsam, aber sicher komme ich in die höheren Ränge. Ich glaube, da wird keiner mehr in die Fallen von ihr tappen. Da muss ich irgendwie gucken, dass ich eher so ein bisschen random platziere. Und ja, wir können ja mal schauen. Sie hat noch 15 Fesseln. Ja, oh, 44 von den Zikaden, also. Sie ist auf jeden Fall gut ausgerüstet und punktetechnisch 15 Party-Luftschlangen. Dann 10 mal hier noch 25, 7 Puddings. Wir haben auch noch hier 12 mal eine schwarze Abwehr, 18 Memento Moris. Also, boah, krass. Ich denke, mit Lisa kann man ein bisschen Spaß haben. So, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.